Willkommen zurück zu WWE Challenges bzw. Quiz. Dieses Mal haben wir Superstars, also die Brüder und also die Geschwister, glaube ich. Kennt ihr das? Na, einfach nur anscheinend Brüder. Also Bruder, wir müssen herausfinden, wer der Superstar von dem Bruder ist halt. Ich kann's sehr gut erklären, ich weiß. Okay, mal gucken. Also irgendein Dude, was keiner eigentlich theoretisch kennt. Genau, kennt keiner. Aber der Typ ist irgendein Bruder von, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. John Cena? Lol, der Bruder. Okay. John Cena, Matt Cena. Aha. Okay. Okay, das sehe ich schon, das wird nicht so einfach. Seth Rollins? Scheiße! Ich hab's mir irgendwie im Kopf habe ich gedacht, Sach Batista. Ah, der sah so indisch aus irgendwie, weiß auch nicht. Ja moin. Doch. Stone Cold. Also ich weiß es nicht, aber Stone Cold. Ich glaube, ich kann Dolph Ziggler seinen Bruder checken. Das ist Stone Cold. Der passt, Texas Rattlesnager, ja, Bier in die Freie, ja, gut. Ja. Kevin Williams, okay. Okay, eigentlich mal was Einfaches. Owen Hart und B wie Bret Hart. Owen Hart. Ja, mir gut, wenn es nicht Owen Hart wäre, dann glaube ich es aber. Der zieht Bruder von einer Wrestlerin? Ah, doch, wegen dem ganzen Thema hier, C, Charlotte. Charlotte. Das passt zu Ric Flair, deswegen. Ja, okay. Scheiße. Randy, nee, Lesnar, nee, Goldberg, Brock. Ich hasse alles. Also das Brock sein Bruder ist Lava kein Blech. Ja, Schnauze weg. Okay, es ist Brocks. Okay, Internet! Internet! Ich hasse es, deswegen hasse ich Werbungen, weil dann immer... Ah, geil. Kann ich mein Internet komplett abnehmen? Spotify läuft also, geil. Wo waren wir? Blibla... So. Ja, solche Werbung ist mir egal. So, da können wir vorspulen. So. Dankeschön. Das kann man noch. Ja, ist in Ordnung. So. Super. Doch, ich habe gehofft, dass Seth Rollins kommt, weil das hätte ich jetzt gesagt, Seth Rollins. Weil alles andere, come on. Bitte sei Seth. Bitte. Yes, sir. Oh Gott. Gesichtszüge machen es doch irgendwie. Brandon Lopez. Genau, er ist der Tyler Lopez. Ne, wie heißt Seth? Ich glaube, irgendwie mit Lopez. Ja, geil. Gesichtszüge am Arsch. Doch. CM Punk. Cesaro? Ne, CM Punk. Randy? What? Okay. Ja, das ist easy. Das ist auf jeden Fall B. Fiend. Ja, endlich mal einfaches, oder? Der Fiend, es tut doch immer im Herzen weh, dass er gefeuert wurde, aber es ist der Fiend. Bray Wyatt, der Fiend, wie auch immer. Der hat so ein Tattoo da unten irgendwo, oder? Es ist nicht Raid, weil soweit ich... Da ist der Cousin, ja geil! Bruder in Real Life, ist ja auch ein schlechter Cousin, super. Ja, dann... Hä, wenn es ein Cousin ist, dann wird es ja von beiden, dann schätze ich mal sein, ein Cousin von Reigns und von The Rock. Schwierig.
Ich sage, es ist der Cousin von Rock. Von Rock. Der hat mehr Ähnlichkeit mit Rock als mit Reigns. Ja! Oh Gott sei Dank. Ja, aber ist er nicht dann der Cousin von Reigns irgendwie? Keine Ahnung. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Beware of the dog. Bist du Moppet, Alter? Ich hab absolut. Scott Steiner. Ah, ich hab keine Ahnung von der. Des Steiners. Ist richtig! Oh mein Gott. Ah, die Weimar trägt über der Welt. Achso, ja, das ist vor meiner Zeit, oder? Wie auch kommt die Aufmerksamkeit? Das kann nur das sein, was ich vorher gemeint habe. Wenn du auf Sieg das Bruder kommen. Und das ist jetzt DC, also das ist C. Weil die waren ja irgend so eine komische Gruppierung, mal ganz kurz. Ja. Die waren immer so eine irgendeine komische Gruppierung und DC hat es irgendwie geschafft in der WWE und der Brian Nemeth irgendwie null. Ja. Okay, das ist bis jetzt das Einfachste. Das Allereinfachste. Da war sogar Bray gegen Bo, Bray und Bo ein bisschen schwieriger. B, Jeff Hardy, Hardy Boys, wer kennt sie nicht? Ich meine, come on. Also wer da echt falsch hat, sogar keine Wrestling-Fans wüssten das. Das weiß wirklich jeder. Das wissen Leute, was tot sind schon. Brother of Who? Ja, laut dem Bild würde ich mal C sagen. Obwohl sie null aussieht, null Ähnlichkeiten haben, aber... Was für Sascha? Sascha Banks ist der Bruder von dem Typen. Du kannst mich mal Arsch lecken. Nie im Leben, nie im Leben. Aber okay. I just say nothing, ich bin scheiße. Oder er kennt sich nicht aus, kann auch sein. Harlem Heat sagt alles D. Booker T, danke. Was für Sascha? Das war jetzt easy. Was für Sascha? War das eine falsche Fährte, wie das mit Bailey dabei wahrscheinlich? Bist du Moppet, Alter, bist du Moppet? Was? KC, ist das irgendein... KC, das ist doch irgendein Insider, das muss ein Insider sein für... B, für Baron Corbin, also da war es noch King Corbin. Das ist King Corbin, das ist Baron Corbin. Halt's Maul. Yes, Sir. Danke fürs KC, für sonst wäre ich komplett lost gewesen. Ich wäre lost gewesen. Er hätte das KC wegmachen sollen. Hätte er wirklich. Aber fand ich gut. Ja, wohl doch, schon. Kurt Angle. Ha, Bitch. Da sieht man die Ähnlichkeit mal wieder. Ja. Das weiß ich sofort. Da musste dann auch derjenige ein bisschen Pause machen, glaube ich auch, weil das... D. Roman Reigns, sein Bruder. Das weiß man. Rosie, glaube ich, oder? Rosie, ja. Alter, also mein Lieblings-Superstar muss man das wissen. Also, weil er, ja. Der ist mit jemandem von denen verwandt? Was? Das wusste ich jetzt nicht. Keine Ahnung, raten, Aber die sind nur Freunde, so gute. Boogeyman, lache ich. Echt jetzt? Das sind doch keine Geschwister. Das sind keine Geschwister. Was? Echt jetzt? Keine Ahnung, aber war echt jetzt? Miss B? Glaube ich aber auch irgendwie nicht. Ricochet, aha. Okay, es ist mir neu. Leck mich, schiss das schon wieder. Nerven aufreibend. Okay, das ist wieder easy. Das ist eine für Mucke, ist das DIY? Das ist DIY, okay. Das ist auf jeden Fall B. Cody Rhodes. Mit Stardust, als Goldust. Stardust, Cody Rhodes. Dusty Rhodes, wie auch immer. Was das? Alter Schwede, ich kann nicht mehr. Aber das muss ich jetzt gleich googeln mit Jim Ross und Jerry Lawler. Die sind Brüder? Nie im Leben sind die Brüder. Egal. Okay, wir hören uns dann beim nächsten Video wieder, beim nächsten Let's Play, beim nächsten was auch immer. Und ja, wie immer wird die Kacke in Kanalinfo sein. Ist das immer Kanalinfo? Videoinfo, Videobeschreibung. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.